Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich habe mir gedacht, ich fange jetzt ganz früh morgens schon an zu vloggen. Ich war schon gerade duschen, ich habe mich fertig gemacht soweit. Wir haben jetzt 5 vor 9 und um 9 Uhr müssen wir beim Gesundheitsamt anrufen. Dann müssen wir unsere Werte erfragen und mal schauen, was da gleich bei rauskommt, denn der zweite Corona-Test ist ebenfalls positiv ausgefallen. Aber seit letzter Woche gesagt, wir müssen definitiv anrufen, egal ob der negativ oder positiv ist. Weil bei positiv wird auf den Wert geguckt und da ist der Wert ausschlaggebend, ob man halt noch ansteckend ist oder nicht. So, mal schauen. Es kann dann sein, dass wir trotzdem raus dürfen, obwohl wir so gesehen labormäßig noch positiv sind. Ich bin gespannt. So ein ganz gutes Gefühl habe ich dabei nicht. Ich habe so ein, ich glaube, das war so eine britische Zeitung, I don't know, so ein Bericht, dass 8%, die trotzdem unter diesem CT-Wert sind, wo man eigentlich sagt, dass man nicht mehr ansteckend sind, trotzdem noch Menschen angesteckt haben. Also es ist immer so ein komisches Gefühl. Das Gesundheitsamt hat ja nicht wirklich was mit dem Labor zu tun. Das Labor testet und das Labor sagt ja, okay, du bist positiv. Und dann schickt das Labor dein Ergebnis einfach dem Gesundheitsamt. Und das Gesundheitsamt entscheidet dann, ob du in dem Sinne rausgehen darfst oder nicht. Aber das Labor sagt, bitte isolieren. Ja, mal schauen, was sie gleich sagt. Dann hat meine Mutter mich heute Morgen schon richtig früh aus dem Bett geklingelt. Und dann gehe ich ran, voll verpeilt. Ich habe erst gerade meinen Laptop aufgemacht. Wirklich, ich war vielleicht eine Minute wach. Und auf einmal klingelt mein Laptop so laut, weil ich kriege immer den Anruf nicht nur auf meinem Handy. Mein Handy ist ja mit meinem Laptop verbunden. Sondern ich kriege den auch gleichzeitig auf meinem Laptop, also auf meinem MacBook. Ja, das war dann ehrlich nicht cool. Ich glaube, wenn Pascal gleich aufsteht, der sagt dann zu mir auch nur, ey, bist du bescheuert. Ja, die hat mich dann darüber informiert, dass der Schnelltest meiner Nichte positiv war. Also Corona trudelt gerade in meiner Familie ein bisschen rum. Finde ich alles nicht so witzig. Ja, mal schauen. Die muss jetzt einen PCR machen und gucken. Alles nicht so gut. Und dann später... Gleich weiß ich nicht, wie ich das mache, muss ich auch noch beim Gewerbeamt anrufen, weil wie einige von euch mitbekommen haben, ich wurde monetarisiert am Donnerstag, nein, am Mittwoch wurde ich monetarisiert. Ich habe geschrien, wie weiß ich nicht was, ich war so glücklich, ich bin immer noch so glücklich. Jetzt steht aber an, dass ich ein Gewerbe brauche. Ich brauche ein Kleingewerbe, damit ich das Ganze hier nicht illegal mache. Also da kommt eine Menge auf einen zu, da ich aber jetzt gerade in Anführungsstrichen noch isoliert bin, im Knast bin. Und wir Corona haben eigentlich, also halbe Welt hat Corona, muss ich mal gucken, wie die das im Rathaus machen bei uns, mit Termin oder ohne Termin. Theoretisch weiß ich, wie man den ganzen Wisch ausfüllt. Also da gibt es einen richtig coolen YouTuber, der einem Schritt für Schritt erklärt, wie man halt so eine Gewerbeanmeldung ausfüllt. Und ich habe das schon einmal auch mit meinem Steuerberater, mit meinem ehemaligen Steuerberater gemacht. Deswegen weiß ich, wie das gemacht wird. Und dann muss ich gleich erfragen, ob man das auch per Post wegschicken kann. Denn nicht in jeder Gemeinde kann man das machen. Es gibt welche, da kann man das online machen. Aber da wäre ich mir nicht so sicher. Ich schicke es lieber per Post ab. Oder ich gehe da dann notfalls dann auch selber hin, um den Wisch dann abzugeben und nochmal alles abzuklären. Aber ich informiere euch da später nochmal gerne weiter zu. Ja. Leute, es gibt jetzt ein kleines Update. Also zu meinem Gewerbe, da habe ich jetzt angerufen, da muss ich den Wischen ausdrucken und wegschicken und die machen das dann alles soweit selber. Die Frau da war übel, übel nett, also war richtig krass, sehr, sehr nett. Dann kam die zweite Kacke, ich habe eine Mahnung bekommen für einen Schreibtisch, den ich schon vor über einem Monat weggeschickt habe, also war auch total genial. Ich werde jetzt die Firma nicht nennen. Auf jeden Fall habe ich bei der Firma bestellt und die Sachen kamen aber vom Hersteller, also die haben wohl zusammengearbeitet, keine Ahnung. Auf jeden Fall war der Tisch komplett kacke, Platten waren schief und weiß ich nicht was, den habe ich wieder zurückgeschickt und hatte ja den neuen dann bei Poco gekauft gehabt. So, dann habe ich heute Morgen eine Mahnung reingetrudelt bekommen, hier nach dem Motto, sie müssen bezahlen, ansonsten Mahngebühren und keine Ahnung was. Dann habe ich da angerufen, total unfreundlich, ja, war ich echt sauer erstmal, da wird auf jeden Fall jetzt ein Mahnstopp gemacht. Und die Firma wird sich bei mir melden. Also da bin ich echt gespannt, was bei rauskommt. Das Dritte. Wir sind weiter isoliert, weiter im Knast. Weiter im Knast, Alina und Pascal. Bis nächste Woche Mittwoch. Also wir haben heute Donnerstag und wir müssen bis nächste Woche Mittwoch einfach noch zu Hause bleiben, weil Pascal seine Symptome noch da sind. Ich flipp aus. Ich darf bis nächste Woche Mittwoch immer noch nicht raus.
Ich kriege einen Anfall, Leute. Kriege einen Anfall. Ich bin sauer. Ich kann nicht mehr. Ich habe mich so gefreut, dass ich raus dürfte heute. Habe mich eigentlich schon so weit ready gemacht. Habe mein Handy aufgeladen. Dachte, yo, ich gehe zu Rossmann. Yo, ich gehe zu DM. Ich kaufe einen. Richtig geil. Nee. Nee. Oh, Leute, ich flippe aus. So, Leute, ich habe mich jetzt ein bisschen aufgerappelt, habe mich geschminkt, denn ich werde gleich 2 Videos für euch drehen. Ich bin ja eine Stunde lang wirklich in so einem Tief gewesen und hätte ausrasten können. Ich war sauer, ich war traurig zugleich, weil ich habe wirklich damit gerechnet, dass ich heute die Wohnung verlassen darf. Ich habe wirklich damit gerechnet. Ich war schon vollkommen ready. Ich war ready, zu DM zu gehen. Ich war ready, zu Rossmann zu gehen. Ich habe das Money alles schon hier gehabt, Geld, alles drum und dran. Jo, komm, wir gehen jetzt. Nee. Nee, nee, nee. Natürlich darf ich nicht gehen. Ich muss jetzt bis Mittwoch noch hier bleiben. Und das hat mich kurz ein bisschen wütend gemacht. Und ich habe so viele Videoideen in meinem Kopf. Aber für alle muss ich die Wohnung verlassen, weil ich muss dafür einkaufen. Ich war wirklich so traurig, weil mir wirklich langsam die Videoideen ausgehen. Was ich zu Hause machen könnte, ich habe keinen Bock, ständig für euch zu vloggen. Ich vlogge gefühlt dasselbe. Aber anscheinend kommt das ja trotzdem gut an bei euch. Ja, aus dem Grunde vlogge ich auch weiter. Ja, und jetzt habe ich mich mit Pascal vorhin zusammengesetzt und mal geguckt, was wir noch machen könnten oder was ich noch machen könnte. Und mir sind auf jeden Fall noch 2 Ideen gekommen und das werde ich gleich abdrehen. Ja, ich habe eine Umfrage auch auf Instagram gefragt, eine Umfrage auf Instagram gemacht. Da konntet ihr reinschreiben, was ihr euch für Videos wünscht. Und da waren so 1, 2 mit bei, die ich jetzt von zu Hause aus machen kann, wofür ich nichts brauche. Falls du mir noch nicht auf Instagram folgst, würde ich mich mega, mega freuen, wenn du das mal tust. Da könnt ihr manchmal was von meinem Leben sehen. Manchmal bin ich auch einfach stumm, aber wäre auf jeden Fall voll korrekt, wenn du mir folgst. Beziehungsweise, wenn ihr mir folgt. Und jetzt halte ich einfach die Klappe, denn ich drehe jetzt die Videos und danach machen wir mal meine Pinsel sauber. Ja, Leute, ich mache jetzt einmal meine Pinsel sauber, aber das sind die, die dreckig sind. Die habe ich schon da oben drauf gepackt. Ich habe noch mehr. Ich glaube, da müssten noch weitere Pinsel sein. Einige fragen mich, Alina, wo hast du denn eine Schminke? Eigentlich wollte ich einen Schminktisch da hinten hin haben. Ich weiß aber nicht, ob ich das machen werde, wegen platztechnischen Gründen. Momentan filme ich nämlich in dieser Ecke. Ich habe nämlich nicht den perfekten Ort, wo ich halt filmen kann. Mein perfekter Ort wurde so gesehen zerstört durch Pascal sein Schreibtisch. Aber ich zeige euch mal jetzt eben, wo ich dafür meine Schminke aufbewahre. Und zwar, hier sind so Sachen drin, die ich gerne mag, die ich täglich benutze, wo ich halt immer hin und her switche. Hier sind zum Beispiel noch Sachen, die ich fürs Video benutzen möchte. Ja, und das geht halt, wie gesagt, die ganzen Boxen und so weiter. Hier sind halt auch noch mal ganz viele Concealer, die ich für euch getestet habe und, für die ich vielleicht noch Videos drehen möchte. Ja, da unten sind noch mal Tücher und halt da unten auch noch mal was. Also, wie gesagt, no Schminktisch. Eventuell kommt da irgendwann mal ein Schminktisch hin, aber momentan eher weniger. Hier sind die Pinsel. Ich habe jetzt gerade gesehen, da war noch eine Pinzette zwischen. Die nehmen wir uns jetzt mal. Das sind somit einer meiner liebsten Pinsel, alle, die hier drin sind. Das sind so gesehen eigentlich fast alles nur Drogeriepinsel, glaube ich. Das müssen aber alles nur Drogeriepinsel sein. Ich weiß nicht, ich finde die Drogeriepinsel sogar meistens viel, viel, viel besser als diese ganzen teuren Pinsel. Also, keine Ahnung. Zum Beispiel mein allerliebster Pinsel ist der dicke und der ist von Action. Mein Contouring-Pinsel ist von Essence. Mein Blush-Pinsel ist von USA. Keine Ahnung, den benutze ich schon, seitdem ich 15, 16 bin oder sowas. Den habe ich mal geschenkt bekommen. Ja, also, ich benutze keine teuren Pinsel. So, jetzt gehen wir mal ins Badezimmer. Und ich zeige euch mal, wie ich meine Pinsel überhaupt sauber mache. So, einmal abstellen hier. Damit die mir hier nicht runterfällt. Falt. Kann kein Deutsch. So, also, ich nehme erstmal meine Pinsel hier raus. Und das Erste, was ich mache, ist natürlich auch dieses Ding da drin sauber machen, weil das wird natürlich mit dreckig. Ich habe übrigens noch von Benefit dieses Ding hier. Das ist absoluter Schrott. So, einmal hier raus. Was benutze ich für meine Pinsel zum Saubermachen? Und zwar
dieses Ding hier, das ist eigentlich, glaube ich, so ein Massagepad fürs Gesicht oder sowas. Aber ich benutze das irgendwie ganz gerne. Nee, doch zurück. Ich benutze das immer ganz gerne für meine Pinsel zu sauber machen. Ich finde das mega, 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 mega gut. Vorher habe ich das immer auf meiner Handfläche gemacht. Das klappt auch mega gut. Und ich benutze jetzt keinen Pinselreiniger oder irgendwie sowas. Ich benutze mal ganz normale Seife. Ich zeige euch jetzt einmal, wie ich das mache. I never took you for a one-night stand, and I was hoping to see you again, yeah. Maybe be a little more than friends, you and I, yeah. But lately you've been acting like a ghost, and never answer when I hit your phone up. If you wanna go, just let me know, right? I guess I never should've let you in so close to my body. I should've known, just because you spent the night doesn't mean you want me. I should've known, not to let my guard down so damn fast, before even knowing where we really at. Guess I never should've let you in so close to my body, my body, my body. So Leute, 6 Minuten später, alle Pinsel sind sauber, die ich sauber machen wollte. Es fehlen nur noch die Beauty Blender. Da muss ich aber nur 2 sauber machen. Und ja, so einfach geht das. Einfach mit diesem Ding. Das hat, glaube ich, 1 Euro bei Kick gekostet oder sowas. Also wirklich nicht viel. Die könnt ihr nochmal sehen. Der ist von Action. Das ist einer von L'Oreal. Das müsste von Essence sein. Das ist von Rossmann einer. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, welche Marke. Das ist das Essence. Das müsste... Ist das Ebelin? Ebelin, genau, das ist auch nochmal Action Oma. Das ist mein ältester Pinsel. Ansonsten haben wir auch nochmal Essence Ebelin. Da weiß ich auch nicht, von wo der ist. Ja, also wie ihr sehen könnt, das sind alles Drogeriepinsel. Ich bin der Meinung, dass ich den auch mal bei DM gekauft habe. Und den habe ich von meiner Schwester zum Geburtstag geschenkt bekommen. Ja. Also meine Standardpinsel sind Pinsel aus der Drogerie. Drogerie ist nicht immer gleich schlecht. Und wirklich, Leute, ich kann euch die Pinsel von Essence wirklich ans Herz legen. Die sind super, super gut und lassen sich wirklich super wieder sauber machen. Kleines Update zu den Bildern. Also ich habe die beiden hier jetzt schon ausgeschnitten. Bei dem ist mir voll der Fail passiert. Wo ist das? Ich glaube, das ist der Stein hier. Der gehört da nicht hin. Ich habe erst im Nachhinein, wo ich alle Steinchen schon weggeschmissen habe, dass da eine Lücke ist. Und dann habe ich noch einen gefunden und den einfach hier reingesetzt. Es fällt nicht so auf. Doch, eigentlich schon, aber egal. Ich lasse das jetzt so. Und das ist das dritte Bild, was ich jetzt vor ein paar Tagen fertig gemacht habe. Das muss ich auch noch ausschneiden, aber ich wollte das jetzt noch ein paar Tage so trocknen lassen. Ich hatte Angst, dass mir die ganzen Steinchen wieder rausfallen. Ja. Nachdem ich jetzt über 40 Minuten versucht habe, ein neues Video zu drehen, und meine Nachbarn mir jetzt da die ganze Zeit einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Entweder hat Pascal gehustet, wie weiß ich nicht was, aber dafür kann er nichts. Oder die Nachbarn haben ihre Dracula-Musik angemacht und haben dann ihren Staubsauger noch dazu rausgenommen. Also ich bin gerade wütend. Ich habe mir jetzt deswegen Kaktuseis geholt. Ich habe wieder Hunger bekommen. Wie soll es auch anders sein? Ich habe den ganzen Tag Hunger. Und Pascal guckt jetzt gerade, was wir seiner Mama für eine Einkaufsliste schicken können. Ja? Mhm. Übrigens... Wollen wir jetzt gleich Kroketten machen? Nein, gar nicht wahr. Ecken. Rösti-Ecken. Und die restlichen Schnitzel von letzter Woche. Es wird heute nicht mehr viel passieren. Ich werde nur noch die Küche eben noch aufräumen. Da Pascal hat nämlich gekocht. Das heißt, ich muss
abräumen, alles sauber machen. Ich konnte vorhin das Essen nicht filmen, weil Pascal nebenbei mit seiner Mutter telefoniert hat und ihr die Einkaufsliste weitergegeben hat, weil die dürfen wieder für uns einkaufen gehen. Yay! Freuen die sich bestimmt wieder, eine halbe Stunde herzufahren. Ja, aber ich bin ultra dankbar, dass sie das überhaupt machen. Das ist nicht selbstverständlich. Und ja, danke, falls sie das sehen sollten. Ja, wie gesagt, wird heute nicht mehr viel passieren. Ich, Hirni, habe gerade eben mir voll wehgetan, voll am Schrank gestoßen, als ich ein Handtuch rausnehmen wollte, weil irgendjemand mal wieder kein Handtuch hingehängt hat. Ich sag jetzt nicht, wer. Ich weiß aber nicht und hier wohnen zwei Personen. Ja, auf jeden Fall beende ich jetzt das Video hier. Es würde mich mega, mega freuen, wenn du ein Däumchen hinterlässt, wenn dir das Ganze gefallen hat. Auf jeden Fall kommentieren, auf jeden Fall abonnieren, wenn du noch nicht ein Teil unserer Community hier bist. Die beste Community auf YouTube, by the way. Wir sind hier mal ein bisschen angeberisch. Da dürfen wir auch ruhig. Auf jeden Fall ruhig abonnieren, kostet dich überhaupt nichts. Also keine Angst davor haben, nur einen Klick. Und du bist dabei. Und jetzt schönen Morgen, schönen Mittag, schönen Abend, eine schöne Nacht, wann auch immer ihr das Video gesehen habt. Bis zum nächsten Video. Tschüss, ihr Lieben. We've been driving around, singing songs way too loud, because we wanna.